Ja, meine Botschaft in diesem Jahr für die mittelständischen Unternehmen ist ganz einfach. Sie heißt Lean in höchster Perfektion im Unternehmen realisieren, und zwar durchgängig in der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, beginnend beim Vertrieb, über Forschung und Entwicklung, die Produktion bis hin zu den administrativen Bereichen und des Services. Und wenn man Lean in den höchsten Stufen ausgebaut hat, realisiert hat, dann darf man sich Gedanken machen, wie man die intelligenten Technologien von Industrie 4.0 miteinander dort kombinieren kann. Ich glaube, es war schon immer so, dass Mensch und Technik intelligent miteinander kombiniert wurden. Man hat in den 90er Jahren oft erzählt, Lean heißt schlank sein, vereinfachen, Technik rausnehmen, damit eine große Störungs- und Fehlerfreiheit erreichen. Wir bei SEB Eurodrive und auch in Zusammenarbeit mit der Staufen AG haben immer gesagt, Mensch und Technik intelligent miteinander kombinieren, bringt den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Und so haben wir unsere Prozesse auch schon viele Jahre auf diesem Ansatz realisiert. Und damit ist es auch klar, dass es für uns ein evolutionärer Prozess ist. Revolutionär ist nur die Zeit, in der Geschwindigkeit man in die neue Arbeitswelt geht. In den letzten 3 Jahren haben wir genau diese Ansätze Lean in höchster Perfektion und Industrie 4.0 Prinzipien miteinander zusammengebracht. Wir haben Produkte dafür entwickelt. Nachdem wir die Produkte hatten, hatten wir uns eine Vision eines intelligenten Materialflusses ausgedacht und haben das in einer Schaufensterfabrik realisiert. Und in dieser Schaufensterfabrik lernen jetzt unsere Mitarbeiter diese neue Arbeitswelt kennen. Wir rotieren dort, wir bringen auch immer wieder neue Mitarbeiter dort mit rein. Sie erleben letztendlich daran, was eine intelligentere Kombination von Mensch und Technik, auf der wir weiter aufbauen, letztendlich bringt. Und das ist eine der großen Aufgaben der letzten 2 Jahre gewesen, die wir jetzt realisiert haben. Und mit diesen neuen Erkenntnissen bauen wir jetzt konsequent die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen um. Ja, wir werden in unseren Unternehmen mehrere Fabriken haben, die autonom arbeiten. Das heißt, wir werden dort diese Dirigenten der Wertschöpfungsketten noch haben, die Mitarbeiter entwickeln, die sehr nahe am Prozess sind, die am Shopfloor agieren, die dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter erfolgreich sind. Sie werden dort ein ergebnisorientiertes Arbeiten realisieren. Das heißt, in Produktionszeitfenstern von 3 Stunden versuchen wir in der virtuellen Welt vorher abzubilden, wie gut wird das Leistungsergebnis sein, wenn wir unsere Fabrik jetzt so und so besetzen. Und dann schicken wir das in die reale Welt und fahren da konsequent dagegen, wie gut erreichen wir das Ergebnis. Und es wird sich in der Richtung verändern, dass Logistik komplett anders sein wird als bisher. Autonome Systeme, die mit der Intelligenz des Ameisenschwarms ausgerüstet sind, die machen die Versorgung der einzelnen Produktionszellen und bedienen dort punktgenau die Mitarbeiter mit Material. Und vieles, vieles mehr wird eben dort noch auch an unterstützenden technischen Hilfsmitteln mit reingebracht, sodass die Mensch-Technik-Kooperation richtig zum Blühen kommt. Ich glaube, ein Unternehmen, das in die Welt Industrie 4.0 geht, muss sich auch teilweise neu erfinden. Es werden dort andere Abläufe stattfinden. Und darum ist es auch wichtig, dass sich jedes Unternehmen eine Vision erarbeitet. Wir müssen uns Gedanken machen, wie werden wir in Zukunft unsere Produkte in die Märkte bringen? Was sind unsere Geschäftsmodelle noch in der Zukunft? Mit was verdienen wir nachhaltig Geld? Ich möchte ein Beispiel nennen, Predictive Maintenance, dass man über eine intelligente Datenerfassung und Aufbereitung, über Data Mining schneller ist als der Fehler. Dass wir unseren Kunden rechtzeitig sagen können, dort bahnt sich was an und wir können eingreifen und können dort einen Ausfall verhindern. Aber auch natürlich Veränderungen im Bereich des
Auftragsabwicklungsprogramms. Dort werden wir diese Strecken deutlich vereinfachen. Das heißt, vom Konstruktionsbüros des Kunden wird der Auftrag durchgeroutet direkt an den Ort der Wertschöpfung. Also jedes Unternehmen, glaube ich, muss für sein Marktumfeld, für sein Produktportfolio dort die richtige Vision erarbeiten. Und wir müssen vor allen Dingen, wie auch bei Lean, unsere Menschen mitnehmen. Wir müssen sie diese neue Welt erleben lassen. Und wir müssen sie mitnehmen im Gestalten. Dann wird es nachhaltig angenommen. Dann erreichen wir auch nachhaltige Leistungsergebnisse.